Um Kinder und Jugendliche von Computern und Handys wegzulocken, lud der Fischereiverein Mansfjord ins Erholungszentrum. Beim Zierteich durften auch schon die ganz Kleinen die Angel auswerfen. Warum in den Bildschirm schauen? Sieh, das Schöne liegt so nah. Unter diesem Motto veranstaltet der Fischereiverein Mansfjord alljährlich sein Jugendfischen. Wir versuchen es halt. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, halt in diesem ganzen Multimedia-Umfeld halt die Kinder zum Fischen zu bringen zur heutigen Zeit halt. Wir versuchen es. Also wir haben die Kinder angeschrieben, beziehungsweise die Eltern, also die Erziehungsberechtigten, die haben zugesagt, haben die Kinder vorbeigebracht und jetzt versuchen wir halt den Kindern das Fischen beizubringen und auch den Umgang mit den Fischen halt und wie man das Ganze über die Bühne bringt, sprich wie man Haken bindet und Montagen bindet, ja. Und gibt's, kann man da sehen, welche sehen, die gleich Talente sind oder Feuer fangen? Es ist schwierig. Also Feuer fangen halt und irgendwie eine Passion für das Ganze zu entwickeln, ist, glaube ich, oder war der Fall derzeit. Und ja, Talente ist, glaube ich, schwierig für den Anfang immer. Ja. Also jeder tut sich sehr schwer, aber es kommt mit der Zeit. Also einfach nur Geduld ist gefragt in dem Fall. Im idyllischen Auwald im Erholungszentrum versuchten sich Kinder und Jugendliche zum ersten Mal an Angel und Köder und sie hatten Spaß, auch wenn die gefangenen Fische nicht immer fette Beute waren. Das ist ein Zwergwels und hat ganz scharfe Stacheln. Hier und die und die kann auch retieren. Darum hat er auch keine natürlichen Feinde, weil die sind sehr spitz und das kann ein Raubfisch oder ein Vogel, Wasservogel auch nicht verschlucken. Ja, was sagst du dazu, dass du jetzt schon Fisch gefangen hast? Das sind schon mehrere. Größere auch? Ich habe verschiedene gefangen, die Namen weiß ich nicht ganz genau. Waren die groß oder klein? Also ich hab einen Karpfen fast gefangen und ich habe auch, naja, ein paar kleine gefangen. Welche Fische gibt es denn überhaupt in dem Gewässer hier? Schwer zu sagen. Also was wir natürlich wissen, was wir ausgesetzt haben dieses Jahr, weil wir den Teich, glaube ich, seit dem zweiten Jahr, also im zweiten Jahr jetzt bewirtschaften sozusagen, haben wir Hechte drinnen, Karpfen als Friedfisch, sehr viele andere Friedfische oder Weißfische, also sprich auch Rotaugen, Rotfedern und ist eigentlich viele, viele Fische und viele verschiedene Arten. Welche Geschichte hat denn dieses Erholungszentrum hier? Was ist das eigentlich für ein Gewässer? So, dieses Gewässer, dieser Zierteich, entstammt seinerzeit vom Kalten Gang. Der Kalte Gang ist ein Verbindungswasser gewesen von der Schwechat. Ist eben durch dieses Gebiet gegangen und war dann wieder mit dem Schwechatbach auf der herunteren Seite Mansfjord verbunden, ein zusammenhängendes Gewässer. Als dann vor ca. 30 Jahren das zum Erholungsgebiet erklärt worden ist, wurde das alles aufgeschüttet, aber diese Teichanlage wurde gelassen. Das wurde dann eben vertieft, gegraben, eine Folie gelegt, das ist ein Folienteich und ist dann 1998 ist dieses Gewässer dem Fischereiverein Mansfjord zur Verfügung gestellt worden. Und seit 2 Jahren haben wir wieder das Interesse entdeckt für diesen Teich. Das ist eben, weil man die Jugend fördern will, auch zur Fischerei bringen und seit heuer ist eben das erste Jahr, dass hier wieder ein Jugendfischen stattfindet und wir eben versuchen, dass man auch mehr Jugend zur Fischerei bringt. Und können die Kinder etwas gewinnen heute? Heute nicht, heute haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal ohne einen Wettbewerb, beim nächsten Mal vielleicht dann. Ja. Wir werden natürlich jetzt jedes Jahr mehrere Jugendfischen hier veranstalten. Und natürlich durch Propaganda und so versuchen, dass man immer mehr Jugend zur Fischerei bringt, weil ja der Fischereiverein allgemein, wenn man bei uns die Mitglieder anschaut, es ist, der Altersdurchschnitt ist relativ hoch und das wollen wir halt durch die Jugendlichen, wollen wir das ja ein bisschen senken. Na dann, Petri Heil, bis zum nächsten Jahr.